Ich will kein Schergen der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschung. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Was kannst du mir über Burg erzählen? Das ist doch... Warte mal. Einer unserer Neuzugänge, richtig? Also? Nun, egal mit welchen Problemen er sich gerade rumschlägt, wende dich an Drake. Meine Zeit ist begrenzt. Und ich kann mich um derlei Angelegenheiten nicht kümmern. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ich glaube, der erwähnte Gegner ist der gute Mann, den wir eben in diesem Geistervideo gesehen haben. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Oha! Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Das klingt doch gut. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Juhu, das heißt, ein Schattenlord bewacht das Buch, das wir brauchen, um unseren Geist wiederzukriegen. Schattenlords waren die netten Herrschaften, denen wir überhaupt zu verdanken haben, dass wir keinen Geist mehr haben. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen. Wenn Kalador fällt, die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Auftrag erkannt. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele
Es sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Ja, das machen wir doch. Arbeiten wir ein bisschen für die Dämonenjäger und dann sind die bestimmt bereit, uns in ihre Reihen aufzunehmen, wenn sie wissen, dass wir sowas taugen. Ist ja eigentlich immer so, man arbeitet für eine Fraktion und dann heißt es, hey, du bist super, willst du nicht mitmachen? Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Ja, das ist eine interessante Frage. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit, ich zeige es dir. Gerne. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Sieht ja spacig aus. Jetzt, du. Ich werd's versuchen. Na, kriegen wir's hin? Ja. Okay, wir können jetzt Kristallportale zerstören, scheinbar. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden. Verstehe. Das klingt doch fantastisch. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Genau. Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Was kann er uns beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Nichts, was wir jetzt brauchen. Okay. Ja, klar gibt er sein geheimes Wissen nicht preis. Das übersetzt heißt das, was er gerade gesagt hat, einfach nur, jede Fraktion bietet uns eine gewisse Grundausbildung an, aber die finale Ausbildung der Fraktion kriegen wir aber nur, wenn wir uns ihr auch anschließen. Gut, macht ja auch Sinn, ne? Da hätte ich noch einen toter Scavenger. Haben wir den nicht gelootet? Ha, doch. Liegt da einfach nur noch rum. Okay. Das scheint das Gasthaus zu sein. Warte mal! Entschuldige. Hör zu, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nachdenken. Probleme? Du machst dir kein Bild. Warst du schon immer auf Kalador? Ich bin früher viel zur See gefahren. Hab schon einige Abenteuer hinter mir. Ich bin sogar schon ein paar Eingeborenen begegnet. Harte Jungs, sag ich dir. Aber begraben wir die alten Zeiten, die sind vorbei. Was ist mit dir? Haben dich auch die grünen Feuer hergelockt? Ja, ich will Dämonenjäger werden. Das ist ein guter Plan. Wir Dämonenjäger können im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, was genau ist dein Problem? Okay, pass auf. Yvette hat von mir ein Amulett bekommen, was mir nicht gehörte. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt? Ich hab's vom Friedhof genommen. Ich dachte, die Toten kümmert es einen Dreck. Falsch gedacht. Ich sag dir besser nicht, was für Albträume mich auf einmal plagen. Kannst du nicht Yvette das Amulett wieder abnehmen und es zurück zum Friedhof bringen? Leuchtet die Fackel dem von hinten machen. Durch den Mund? Guck mal. Ich kann ihr ja schlecht etwas schenken und dann wieder zurückverlangen. Sieht komisch aus. Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Gut. Und falls du wissen willst, wo der Friedhof ist, findest du ihn unterhalb der Zitadelle. Ganz in der Nähe der Windmühle von Ernestos Hof. Also, ich zähle auf dich. Machen wir. Warum sollte ich deinen Mist ausbaden? Jemand wie du kann doch sicher nie genug Gold haben. Stimmt. Und ich schätze, da werden wir uns sicher einig. Ich find's logisch.
Irgendeine Idee, wie ich an das Amulett kommen soll? Mann, was weiß ich. Klau es ihr, schwatze sie ab, mach ihr schöne Augen. Ist mir völlig egal, wie du es ihr abnimmst. Hauptsache, das Ding landet wieder auf dem Friedhof. Na ja, mach ich das schon. Meine Güte. Viel zu tun auf Kalador. Einmal jetzt meine Truhe plündern. Eine Taverne mit Brunnen in der Mitte? Wenn ich dir einen Rat geben darf, trink besser nicht daraus. Sag bloß, Bones. Geht doch. So, hier haben wir jetzt auch einen Teleporter. Das ist super. Das heißt, wir können zum Strand. Wir können... Warte mal, oder? War das so, ne? Ne, im Fischerdorf haben wir tatsächlich keinen Teleporter. Gab's da nicht einen? Ha. Muss ich mal überprüfen bei Zeiten. Ah, das ist Porter, okay. Ich wollte überlegen, wer hier auf einmal schon wieder rumsteht von den Dämonenjägern. Aber der Typ ist einfach nur ein bisschen gewandert. Hey, du Penner! Was Strom hast du hier so rum? Du willst doch bestimmt in die Kneipe. Meine Güte, ist der Agro. Was geht dich das an? Das geht mich eine ganze Menge an. Also riskier keine große Fresse, Kleiner. 100 Goldmünzen und du kannst weiter. Nein! Du kriegst von mir gar nichts. Jetzt hör mal gut zu, du Furz. Hier mache ich die Regeln. Nope. Und weil du dich so dämlich anstellst, ist der Preis jetzt höher. 200 Goldstücke oder ich lass dich Staub fressen. Ja. Du kannst mich mal. Das schreit ja nach einer Tracht Prügel. Na, dann komm mal her, du Wurst. Ja, komm her. Genau so. Will der uns nicht in die Taverne lassen? Oh Gott, der hat Kane drauf. Meine Güte, hat der Kellen drauf. Steck ihm den Finger ins Auge. Meine Güte, macht der Schaden. Hau ihn um. Der ist zäh. Noch nicht zäh, aber stark. Reiß ihm den Kopf ab. Hab ich vor. Er lässt mich aber nicht. Geht doch. Haben wir ihm gerade mit einem Hammer die Kehle durchgeschnitten? Na ja, gut, okay. Den lassen wir erstmal liegen. Ich hasse Kopfschmerzen. So, wie sieht's jetzt aus, Kollege? Immer noch so aggro? Ist ja schon gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Seit wann spielst du schon den Goldeintreiber? Seit die Schatten hier die Gegend unsicher machen. Gibt genug arme Würste, die hier ihre Sorgen im Schnaps ertränken. Und denen knöpf ich dann den Zaster ab. Mann, es ist wie verhext heute. Ich muss wieder was rausschneiden. Ich glaube, ich mache nicht mehr so lange heute. Irgendwie ist das, steht die Aufnahme heute unter einem schlechten Stern. Den Dämonenjägern gefällt bestimmt nicht, was du hier abziehst. Na und wenn schon. Nur weil ihnen ein paar Bauern in den Ohren liegen, lassen die nicht gleich die Hunde von der Leine. Können sich schließlich nicht um jeden Scheiß kümmern. Mann, bist du ein Arsch. Ich mache einen guten Schnitt dabei, das zählt. Wenn du den Leuten helfen willst, kannst du das gerne tun. Aber laber mir nichts an die Backe, okay? Meine Güte, ist der Scheiße drauf. Hast du es schon mal mit ehrlicher Arbeit probiert? Da, wo ich herkomme, ist es ehrliche Arbeit, den Leuten aufs Maul zu hauen. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Willst du dir etwas verdienen? Klar, was möchtest du? Ja, ich glaube, das brauchen wir jetzt mal alles nicht. Nee, mit dem hauen wir uns nicht nochmal. Einmal reicht. So, wen haben wir hier? Warum machst du das? Weil ich's kann. So. Weil es Proviant ist. Ich brauch Proviant. Ich brauch Proviant. Was soll ich machen? Finde ich logisch. Einfach erstmal in ein Haus rennen und es leer räumen. Ich find's logisch. So. Mhm. Wer bist denn du? Ja, Travis, mit dir rede ich gleich. Verflucht, was soll das werden? Ah, okay, hier können wir auch an einem Herd unseren Proviant zubereiten.
Magischen Kristall klauen wir dem Herrn nochmal. Das ist erbärmlich. Den Schinken nehmen wir auch mit. So, was hast du zu berichten? Kundschaft! Wenn du einen Schlafplatz suchst, ein paar Fragen hast oder dich ausruhen möchtest, bist du bei mir goldrichtig. Es sei denn, du bist auf der Suche nach Ärger. Nein, ich bin auf der Durchreise. Sehr gut. Habe ich doch gleich gewusst, dass du was im Kopf hast. Aber jetzt sag schon, womit kann ich dir weiterhelfen? Wie wäre es mit einem Sack voll Gold? Finde ich gut. Den hätte ja wohl jeder gern. Aber ein Schluck von meinem Fusel ist fast genauso viel wert. Was kostet mich eine Übernachtung? Wenn du einen ordentlichen Schluck verträgst, gar nichts. Gut, ich vertrag so einiges. Nicht so schnell. Große Sprüche klopfen kann jeder. Erstmal wirst du mir deine Trinkfestigkeit beweisen müssen. Und mich säuft so schnell keiner unter den Tisch. Challenge accepted. Du bist kein Gegner für mich. Hört, hört. Da ist sich aber einer sicher. Glaube kaum, dass ausgerechnet du das Zeug hast, mich zu schlagen. Aber ich will dir gern die Möglichkeit geben, dich zu blamieren. Sprich mich einfach an, wenn ich mir abends am Tisch einen genehmige. Dann sehen wir ja, ob du so ein großer Trinker bist. Und wenn nicht, musst du wie der Rest bezahlen. Oh Mann! Wann können wir um die Wette trinken? Hast mir wohl nicht richtig zugehört, was? Jeden Abend genehmige ich mir am Tisch ein. Wenn ich also die Buddel in der Hand habe, bin ich bereit. Werd's mir merken. Na, hoffentlich. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob ihr dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Aha, sehr interessante Information über Eldrick, die wir hier erhalten. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima. Verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Erzähl mir was über die Ruinen. Tja, die stehen schon ewig hier. Und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos. Können wir mit ihm handeln? Zeig mir deine Ware. Der hat doch bestimmt Proviant, der Gute. Ja, hat er. Okay, mehr brauchen wir erstmal nicht. Gut, beibringen kann uns, glaube ich, nichts. Wer bist denn du? Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also, ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Musst mich nur fragen. Was ist das denn für einer? Das war lohnenswert. Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Okay, zeig mir deinen Kram. Warum auch nicht? Horn, 3 Stück, dann könnten wir unser Schwert verbessern. Weil ich weiß nicht, ob wir das als Trophäe schon gewinnen können. Deswegen kaufe ich das mal lieber. Aber sonst brauchen wir hier, glaube ich. Ja, komm, die Kugel nehmen wir noch mit. Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur, wenn die Kasse stimmt. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne.
Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Mittags, der fängt früh an. Sportlich. So, was können wir hier noch plündern? Ich will plündern, Leute, ich will plündern. Rum, finde ich gut. Vom Brennen verstehe ich nichts. Ja, leider. Was haben wir hier noch? Stoßklinge, nehmen wir mit. Bäh, Bones, geh weg. Proviant. Nein, nicht ersetzen. Verdammt. Ich sollte nicht einfach auf alles anklicken. Ich sollte nicht einfach alles anklicken, was im Bild. Scheiß Kerl, was soll das? Tja, chill mal. Chill, Kollege. Wird rohes Fleisch serviert? Ist ja ekelhaft. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht irgendwas mit. Was nicht Kolumbus? Pass bloß auf! Ich klau dir mal deinen Besteck, Kollege. Wer bist du? Ach, sag mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Hier, eine Flasche weniger bringt mich nicht um. Danke. Besser als das Abwasser der Spelunke. Den Mist, den der Wirt mir serviert hat, kannst du ja kaum trinken. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. Der träumt sich vielleicht einen Mist zusammen. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Was ist das denn für einer? Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Nee, das glaube ich auch nicht. Und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Ja. Nein. Sicherlich nicht. Ich glaube, da wird nie Dämoniker, der Gute. Können wir hier noch irgendwo was plündern? Als die schwarze Katze uns angriff, waren nur ein paar Tufas im Dorf. Einer starb beim Kampf gegen sie. Der Stärkste nahm ihre Tatze und gab sie an seine Nachkommen weiter. Interessant. Der Mistkerl klaut hier einfach! Ach, und das ist plötzlich zu viel! Zeig's ihm! Ach, Mo schon wieder. Ja, der mag uns ja eh nicht. So. Oh, ich glaube, das war die Weichteile. Ja, ja. Fahr schon ab! Sind immer gleich alle so aggro. Schnell hier runter. Können wir hier noch was plündern? Der Akustik nach werden wir auch angegriffen, aber ich sehe niemanden, der uns gerade angreift. Hau schon ab! Ja! Bin ja schon weg. Ach, die Sonne geht auf. Ah, das hinten dürfte diese gute Dame sein, der wir das Amulett abnehmen sollen. Gehen wir nochmal hin. Oh, was für starke Arme ihr habt. Schleimer. Gesellt euch doch ein Weilchen zu mir und gebt etwas zu trinken aus. Hier wird wohl jeder angeschnaut. Ah, ich sehe, ihr habt Mix Bekanntschaft bereits gemacht. Der alte Schluckspecht kann den Hals nie voll genug kriegen. Aber was ist jetzt? Teilt ihr mit mir oder nicht? Klar, ich spendiere dir einen Rum. Damen trinken doch keinen Rum. Wie wär's? Ihr gebt mir 30 Goldmünzen und ich kaufe mir später etwas Angemessenes. Nein. In meinen Taschen herrscht Ebbe. Tut mir leid. Das ist wieder mal typisch, Mann. Da macht man euch schöne Augen und von Anstand keine Spur. Die meisten Kerle hier wissen nicht, wie man eine Frau zu behandeln hat. Zum Glück ist mein Porter nicht so einer. Genau. Hast du eine Ahnung, wo Alvito, der Schmiedelehrling, sein könnte? Alvito? Junger Bursche. Gehört zu den Dämonenjägern. Und geht diesem Wilson zur Hand. Genau. Den kenne ich nicht. Was? Du hast doch gerade... Tja, denkst du, du kriegst bei mir was umsonst?
Na gut, wird jetzt 10 Goldstücke teurer, aber was soll man machen? Hier hast du 40 Goldmünzen, jetzt red schon. Siehst du? Das war doch gar nicht so schwer. Mann! Alito sagte mir, dass er zur alten Eisenmine nordöstlich von hier aufbricht. Du kannst sie nicht verfehlen. Geh einfach die Anhöhe nördlich der Taverne entlang. War das jetzt so schwer? Porter hat also die Spendierhosen an. Ja, ständig schenkt er mir was Schönes. Neue Stiefel, ein schönes Kleid, Blumen. Ach, ich liebe ihn einfach. Vor kurzem hat er mir sogar ein kostbares Amulett geschenkt. Ja, wegen dieses Amuletts. Wegen des Amuletts. Du bist bei den Männern hier sicher beliebt, oder? Und ob ich das bin? Ich bin eben die schönste Frau auf ganz Kalador. Und bisher die einzige, die wir gesehen haben. Schon gut. Bisher ist es auch die einzige Frau, die wir hier gesehen haben. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns weiter ins Inland von Kalador auf. Allerdings tatsächlich erst in der nächsten Aufnahme. Die jetzige ist schon ganz schön lang. Theoretisch nicht so lang, wenn sie nicht andauernd zerstückelt worden wäre. Aber naja, das kann man jetzt nicht ändern. Ich muss das gleich irgendwie in meinem Programm da irgendwie ein bisschen zusammenstückeln. Und ich hoffe, ich kriege das halbwegs vernünftig hin. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen haben euch trotz des anfänglichen Ruckelns und des gelegentlichen Zerhackens ganz gut gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Risen 3 Titan Lords wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.